auf dem Sender Freies Kürat, hier ist Rabbi Ray Runner. So, also, Sabal sagt, dass wir zu unseren Wurzeln zurückkehren müssen, um Kürat zu retten. Ich glaube, da könnte was dran sein. Hat nicht mal irgendwer gesagt, dass Religion Opium für das Volk ist? Tja, wenn Sabal nicht will, dass wir Drogen nehmen, muss er uns was anderes bieten. Okay, ich meine, war die schon mal auf einer Party, wo es hieß, kein Alkohol, keine Drogen, keine Musik. Und ihr denkt mir so, ey, was zum Teufel mache ich hier? Andererseits kenne ich auch ein paar wirklich religiöse Leute. Und die können in so einem Trance-Zustand geraten, dass man meint, die hätten was geschmissen. Vielleicht sind sie auch irgendwie drauf. Ich meine, was, wenn sich vom Geist erfüllen lassen tatsächlich so wirkt wie ein Schuss? Hm? Denk mal drüber nach. Ich meine, den Religiösen gefällt's. Warum sollten die sich sonst alles verkneifen, was Spaß macht? Oder? Echt? Ich kenne einen, der lebt ohne Fleisch, Musik, Geld und Medizin. Und der fühlt sich pudelwohl. Vielleicht sollte ich Gott zu meinem Dealer machen. Ihr hört den Sender Freies Kürat. So, wie ihr alle wisst, benutzt Pagan den stillgelegten Tee-Exporteur Kürat-Tee als Zentrum für Paul de Pleurs Opium. Deshalb, meine kyratischen Brüder und Schwestern, esst ihr bitte niemals, niemals Krabben-Rangoon in Kürat. Ich bin Rabbi Ray Runner und ihr hört im Moment den... OMG AJ Gale. Na, leck mich doch am Arsch. Ich würde dir gern die Hand schütteln. Ich hab dich eine Weile beobachtet. Du leistest wirklich tolle Arbeit. Du bist also der Typ aus dem Radio. Ja, das bin ich. Die Stimme vom Sender Freies Kürat. Rabbi Ray Runner, du kämpfst mit deinen Muskeln, aber ich mit Worten. Und du kennst das alte Sprichwort, die Feder ist mächtiger als das Schwert. Ich meine ehrlich, ich bin wie Rush Limbo, aber mit Seele und Gewissen. Außerdem, je mehr Leute sich von Pagan abwenden, desto weniger musst du töten. Dem kann ich nicht widersprechen.
Tja, meine Möglichkeiten hier sind begrenzt. Ich verbreite die Wahrheit und mache die Lügner einen Kopf kürzer, aber einer muss die Drecksarbeit machen. Und sieh uns nur mal an. Klar, Choto ist dreckig, aber richtig aufmischen können wir keinen. Unsere einzigen Waffen sind Wasserpistolen und komm schon, Mann, deshalb hab ich auch diese Radioshow. Du hast die breiten Schultern und den Bizeps, um draufzuhauen. Du hast Propagandaposter abgerissen, das ist super, aber Pagans Propagandamaschine legt als Antwort noch einen Zahn zu. Seine Männer richten temporäre Propagandazentren ein und die verbreiten rund um die Uhr neue Lügen. Und was sollen wir tun? Siehst du diese Hardware? Hab ich selbst gebaut. Glaubst du, Choto hilft? Kommen sie ihn dir an, ein echter Grobmotoriker! Der Typ ist praktisch nutzlos. Damit überwache ich die Funkfrequenzen der Royal Army und konnte eines dieser Zentren aufspüren. Und ich sorge dafür, dass es den Betrieb einstellt. Herz und Verstand, AJ. Herz und Verstand. Es darf nicht sein, dass Pagan die Leute mit diesen Lügen vergiftet. Und dann hört die Propaganda auf? Nein, Mann, weit gefehlt. Aber keine Sorge, ich finde neue Propagandazentren, sobald sie entstehen, und schicke dir dann die Details zu. Bis dahin solltest du tun, was du am besten kannst. Zieh los, zeig's den Kerlen, Mann. Mach das erste Zentrum platt. Oh, shit. Ich muss weitermachen. Hey, danke dir fürs Vorbeischauen. Choto, mach ihm einen Chai. Los doch! Okay, sorry, das ist kein Fünf-Sterne-Hotel, aber wir tun, was wir können. Ist die heiß? Brauchst du frische Luft? Verdammte Scheiße nochmal. Sorry, man kriegt hier nicht raus, wie in einem Hitzeschrank. Ist wie in Guantanamo Bay hier drin. War toll, dich zu treffen, Mann. Hey, wir sind zurück. Ihr hört Freies Kürat mit Rabbi Ray Runner und wir haben Fragen von unseren treuen Zuhörern erhalten. Die hier kommt von Janina. Sie schreibt uns Folgendes. Hi... Danke dir. Jetzt kann ich zurück und nach Vaters Leiche suchen, um ihn anständig zu begraben. Hab gerne geholfen. Ich bestatte ihn und werde dann von hier verschwinden. Ich muss weit weg von diesem Ort. Ihr hört den Sender Freies Kürat. So, wie ihr alle wisst, benutzt Pagan den stillgelegten T-Exporteur.
Und
Lasst die Augen offen, Leute! Ich will, dass ihr wisst, wer das getan hat! Und seht überall nach! Ich will wissen, was das war! Sucht alles ab, Männer! Was ist aufwarten?